Hey, es bin ich, begrüße dich zu diesem Video und heute möchte ich dir zeigen, wie du einen super coolen und hilfreichen AR für den MetaTrader 5 schreibst. Dieser Expert Advisor soll offene Trades bzw. offene Positionen löschen können. Und zwar soll er das nicht einfach machen, wenn man ihn aktiviert, sondern er soll oben irgendwo im Chart Knöpfe anzeigen, die dann gedrückt werden können, also per Mausklick einfach. Und dann soll er diese Position schließen für den aktuellen Chart. Das ist immer dann hilfreich, wenn man sagt, man handelt ohnehin manuell zum Beispiel und macht mehrere Positionen auf, möchte die zum Beispiel irgendwie abends alle schließen oder man möchte die schließen, wenn sie insgesamt im Gewinn sind oder so. Oder das Ganze kann natürlich auch genutzt werden, wenn man aus irgendeinem Grund zu viele Positionen offen hat oder generell die einfach alle schließen möchte. Außerdem können wir noch einen Knopf hinzufügen, um bestehende Pending Orders zu löschen. Also ich habe schon die Grundvoraussetzung geschaffen. Wir haben hier Positionen und Orders und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze in einen Expert Advisor verpacken, der diese Knöpfe anzeigt und der auf die Klicks reagiert. Als allererstes gehen wir dazu hier entweder bei Extras auf MetaQuotes Language Editor oder wir gehen hier einfach in dieser Leiste auf das kleine Buch und dann öffnet sich automatisch der Editor für die Programmierung von Handelsstrategien. Wir können jetzt hergehen und sagen, wir wollen einen neuen Expert Advisor anlegen. Dazu gehen wir hier auf Expert Advisor und geben dem Ganzen dann einen Namen, zum Beispiel Button Close, Delete, naja, du kannst einen Namen nehmen, der ein bisschen mehr Sinn macht. Ich habe jetzt einfach so einen Standardnamen genommen und klicke dann hier einfach ein paar Mal auf Weiter. Das ist jetzt die Grundschablone für einen Expert Advisor im MetaTrader 5. Ich hatte schon ein, zwei Tutorials gemacht zum MetaTrader 5, wo ich unter anderem auch diese Funktion hier ein bisschen ausführlicher erklärt habe. Schau dir das am besten nochmal an, wenn du das jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm hast. Kurz gesagt, man kann sagen, die On-Init-Funktion wird aufgerufen, sobald der AR gestartet wird. Die On-De-Init, wenn er deinitialisiert wird, wenn der EA beendet wird zum Beispiel oder wenn der Chart gewechselt wird, dann wird diese Funktion aufgerufen und die On-Tick-Funktion wird bei jedem Tick aufgerufen. Das grau hinterlegte hier, das sind einfach Kommentare und die kann man einfach rauslöschen, ohne dass es irgendwas ändert am Programmablauf. Ich mache es dann für mich gerne so, dass ich die Klammersetzung ein bisschen anders mache, als das in diesem Standard-Template hier vorgeschlagen wird. Und genau, wenn ich das dann so weit alles fertig habe, dass ich die Kommentare rausgelöscht habe, dann haben wir einen relativ überschaubaren kleinen Programmcode mit diesen drei Basis-Systemfunktionen, die halt aufgerufen werden, wenn unser EA im Chart liegt. Hier oben haben wir noch Informationen zu Copyright, Link und Version. Das lösche ich gerne auch mal raus, wenn es nur darum geht, irgendwas zu zeigen. Und auch die Version ist natürlich optional, das heißt, die brauchen wir nicht. Ich drücke hier oben häufiger auf Kompilieren, was bedeutet, dass ich aus dieser MQ5 Quellcode-Datei einen fertigen Expert Advisor mache. Dieser taucht dann hier auf und unter Experten im Navigator. Und man sieht jetzt hier, der ist jetzt hier schon da und ich kann den jetzt auch einfach mal auf den Chart anwenden. Habe ich jetzt gemacht. Man sieht hier im Journal, dass der erfolgreich geladen wurde und wir sehen ihn oben links im Chart und der ist grün. Das bedeutet, wir können auch damit handeln. Allerdings macht er jetzt natürlich nichts, weil wir haben noch keine Programmlogik in diesem EA. Und in diesem ersten Teil möchte ich dir einfach mal zeigen, wie du einen Knopf oder auf Englisch Button anzeigen kannst und den im Chart abbilden kannst. Dazu gehen wir mal über F1 in die Dokumentation. Klick einfach irgendwo in das Script und drückt dann auf F1. Dann bist du in dem Nachschlagewerk oder in der MQL5 Reference und hier kannst du suchen und so können wir zum Beispiel nach Objekten suchen, zum Beispiel nach dieser Funktion Object Create. Und wenn wir hier auf dieses Enum Object klicken, dann sehen wir alle Objekte, die wir so erzeugen können in der Programmierung. Und natürlich sehen wir hier auch den Button. Das ist Object Button. Auch da können wir draufklicken und wir sehen dann hier so einen kleinen Eintrag, der dir zeigt, wie du Knöpfe erzeugen kannst, beziehungsweise wie diese im MetaTrader 5 gehandelt werden. Und das Coole ist, hier ist auch ein Skript, was dafür sorgt, quasi, dass Knöpfe erzeugt werden und es schlägt dir schon fertige Funktionen dafür vor. Das heißt, man könnte das Ganze selber schreiben oder man kann diese Funktion einfach nehmen und in seinen Programmcode reinkopieren hat das dann quasi direkt bei sich drin.
dann liest du das am besten mal durch, wenn du da noch gar nicht mitgearbeitet hast. Ansonsten möchte ich jetzt aber auch zeigen, wie man das Ganze per Hand sozusagen selber macht. Also in dieser OnInit-Funktion möchten wir jetzt einen Knopf erzeugen. Dazu können wir jetzt hergehen und sagen, wir erzeugen erstmal ein Objekt über Object Create. Das ist eine Systemfunktion, die wir standardmäßig so nutzen können. Da müssen wir ihm sagen, in welchem Chart wir das erzeugen wollen. Und dann nehmen wir den Chart 0, weil das ist der aktuelle Chart, auf dem der EA läuft. Dann müssen wir einen Namen vergeben für dieses Objekt. Das Ganze speichere ich einfach mal in einer Variable hier. Beziehungsweise wir können bei diesem Programm auch hergehen und das Ganze einfach als globale Variable machen und nennen das zum Beispiel Button Name 1. Und weil wir nachher noch einen zweiten Button erstellen, erzeuge ich hier auch direkt eine weitere Variable und die bekommt den Wert Button 2. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte eine String-Variable deklarieren und eine String-Variable ist einfach ein Textwert. Das heißt, so ein Freitextwert wie zum Beispiel Button 1, Button 2 oder irgendwas Beliebiges, was ein Text ist. Das hier ist der Name von der Variable, unter welchem wir die Variable dann ansprechen können. Und ja, wir weisen der halt, wie gesagt, diese Werte Button 1 und Button 2 zu. Jetzt kann ich diese Variable hier nutzen, zum Beispiel Button Name 1. Aber ich muss den Namen hier von der zweiten Variable noch verändern, sonst klappt das nicht. Und kann jetzt quasi sagen, ich möchte jetzt an dieser Stelle sozusagen diesen Wert hier ersetzen. Dann müssen wir hier angeben, welches Objekt wir erzeugen wollen. Und das, wir können ihm sagen, dass es ein Button, also ein Knopf sein soll, in dem wir schreiben OBJ, also Object, unterstrich Button. Das ist eine eindeutige Identifizierung, die so vorbelegt ist. Und die können wir nutzen, um ihm zu sagen, dass wir einen Knopf erzeugen wollen. Dann müssen wir das Sub-Window angeben. Das Sub-Window wäre quasi, wenn wir jetzt hier zum Beispiel noch so einen RSI-Chart drunter hätten oder einen RSI-Indikator, dann wäre das quasi das Sub-Window, also das Unterfenster. Das haben wir jetzt hier aber nicht und wir wollen den Knopf natürlich in unserem Hauptchart erzeugen, deswegen geben wir da wieder 0 ein. Dann müssen wir jetzt hier noch oder können wir hier eine Zeit und einen Preis hinterlegen. Das macht aber bei dem Knopf keinen Sinn und ich zeige auch gleich warum. Wenn wir das so machen, dann gibt es keine Fehlermeldung und wir sehen, wir haben einen Knopf, der versteckt sich hier oben allerdings ein bisschen schlecht hinter diesen beiden Symbolen. Deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir den da wegbekommen. Das kriegen wir hin, indem wir jetzt dieses Objekt erneut ansprechen und jetzt aber hergehen und sagen, dass wir einzelne Eigenschaften von diesem Objekt verändern wollen. Das klappt über die Funktion ObjectSetInteger bzw. ObjectSetDouble oder ObjectSetString. Das sind auch wieder Systemfunktionen, das heißt, die haben wir nicht selber erstellt, sondern die sind uns gegeben. Und wir können das Ganze in der Dokumentation auch nachschauen unter dem Eintrag ObjectSetInteger. Und hier steht dann wieder, was diese Funktion macht. Grob zusammengefasst, sie passt Eigenschaften oder sie ändert Eigenschaften von einem Objekt. Deswegen müssen wir ihm auch sagen, welches Objekt er anpassen soll und deswegen sagen wir ihm zuerst, in welchem Chart sich dieses Objekt befindet und dann geben wir ihm hier wieder den Namen von dem Objekt, damit er weiß, um welches Objekt es sich genau handelt. Und jetzt können wir hergehen und über Object Prop unterstrich verschiedene Eigenschaften von diesem Objekt ansprechen. So zum Beispiel den X-Distance-Wert. Und was das ist, zeige ich gleich. Als letztes geben wir jetzt hier noch den Wert an, den wir dann setzen wollen. Ich kopiere das Ganze mal und wir wollen auch den Y-Distance-Wert abändern auf ebenfalls 20. Wenn ich das kompiliere, dann sehen wir jetzt hier, das Objekt hat sich nach unten und nach rechts bewegt. Bedeutet einfach, X-Distance ist quasi die Entfernung von links zu diesem Objekt und Y-Distance von oben zu diesem Objekt. Also ganz logisch, X-Achse ist hier die horizontale, Y-Achse die vertikale. Und genau, das können wir jetzt beliebig anpassen, sodass das für uns Sinn macht. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen den 50 nach unten setzen und dann wird er jetzt hier angezeigt. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir nicht nur die Distanz anpassen, sondern auch die Größe von diesem Objekt. Das heißt, wir gehen her und sagen wieder Chart 0, Button Name 1, also wieder der Name. Und dann geben wir hier als Eigenschaft Object Prop X Size an und können jetzt hier zum Beispiel sagen 100. Das gleiche kopiere ich wieder und mache das auch für die Y Size. Und wie du dir vielleicht denken kannst, ist es einfach
quasi die Breite und die Höhe. Wenn ich das so kompiliere, sehen wir jetzt hier, der Button ist viel breiter und viel höher. Und so kann ich das jetzt mit allen möglichen Eigenschaften machen. Ich kann zum Beispiel sagen Object Prop Color und kann jetzt hier die Farbe versetzen, zum Beispiel Object Color Red, und dadurch wird der Button rot. Beziehungsweise sollte rot werden. Irgendwie ist er jetzt nicht rot geworden. Okay, ich glaube, mein Fehler, die Color ist die Schriftfarbe. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wir müssen die BG, also die Background Color, setzen. Wenn wir das machen, dann wird er auch rot angezeigt. Okay, ich lasse das mit der Farbe mal hier, weil ich glaube, das ist die Schriftfarbe. Bin mir nicht ganz sicher, müssen wir mal ausprobieren. Genau. Okay, wenn wir das gemacht haben, haben wir jetzt einen roten Knopf. Ich habe jetzt in die onDeInit noch Object Delete eingefügt, weil das sorgt dafür, wenn ich diesen EA jetzt vom Chart nehme, dann wird das Objekt auch gelöscht. Also ich gehe her und sage hier entfernen und dann ist er weg. Genau, aber ich füge den jetzt wieder hinzu und dann wird er hier auch erzeugt. Okay, das passt. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können natürlich einen Schriftzug setzen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil ein Schriftzug ist natürlich kein Integer-Wert. Deswegen müssen wir uns hier der Funktion ObjectSetString bedienen. Wenn wir das machen, dann können wir hier wieder hergehen, ObjectPropertyText zum Beispiel anpassen. Und du siehst, hier gibt es verschiedene Sachen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch die Schrift oder so anpassen, aber wir passen jetzt einfach den Text an und sagen zum Beispiel schließen. Wenn ich das kompiliere, dann steht jetzt hier schließen in unserem Knopf und ich sehe jetzt gerade, da müssen wir auch die Breite noch ein bisschen größer machen, damit das Ganze auch vernünftig da reinpasst. Okay, wunderschön. Jetzt haben wir einen ziemlich coolen Knopf hier. Und weil wir das Ganze natürlich zweimal machen wollen, machen wir jetzt Folgendes. Die meisten Sachen sind relativ gleich, deswegen können wir dahergehen und das Ganze hier einfach kopieren und dann in eine Funktion packen. Die nennen wir zum Beispiel Object Create oder Button Create oder so. Create. Und jetzt fügen wir diesen ganzen Programmcode hier ein. Und jetzt müssen wir nur noch verschiedene Parameter dieser Funktion bestimmen, die dann sagen, wie halt dieser Button erzeugt werden soll. Zum Beispiel die X-Distance würde ich hinterlegen, die Y-Distance und dann die Farbe, also die Background-Color, Color, BG-Color und dann noch den Text. Weil das sind die Sachen, die bei den Buttons halt unterschiedlich sind. Und jetzt kann ich hier hergehen und kann sagen, Button Create. Achso, und wir müssen noch sagen, welcher Button das ist. Button Name. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte für den Button Name 1 mit der X-Distance 50 und der, wo ist denn hier die X-Distance? Irgendwie ist das noch ein bisschen vermurkst gerade, diese. Okay, jetzt ist die Information richtig hier. Also mit der X-Distance 20, mit der Y-Distance 50, mit der Hintergrundfarbe Color Red und mit dem Text schließen. Schließen. So. Und jetzt möchte ich einen weiteren Button erzeugen. Button Name 2. Und den werde ich jetzt neben den anderen setzen. Das heißt, ich gehe hierher und sage, die Y-Distance muss hier 180 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und die Farbe könnten wir zum Beispiel Yellow nennen und hier könnten wir Löschen schreiben. Und wenn ich das so mache und kompiliere, dann passiert nicht das, was ich eben versprochen habe, weil wir haben hier immer nur noch einen Knopf. Das liegt daran, weil ich das hier oben zwar alles definiert habe, aber diese Werte werden überhaupt nicht genutzt. Das heißt, ich muss hier jetzt noch hergehen und diese ganzen Sachen durch die Variablen, die Parameter hier von der Funktion austauschen. Dann haben wir jetzt hier Background Color, beziehungsweise Blödsinn, das muss hier hin. Hier kommt wieder Color White hin und hier kommt Text hin. Und wenn ich das so mache, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Es sieht tatsächlich anders aus, aber es ist immer noch nicht das, was ich haben wollte. Also ich muss auf jeden Fall hier den Buttonnamen noch anpassen, weil da stand auch immer noch Buttonname 1 und das macht natürlich auch keinen Sinn. So, wenn ich hier jetzt den Buttonnamen aus den Parametern hinterlege, dann sollten wir jetzt hier endlich zwei Knöpfe sehen. Ups,
Genau, und das tun wir auch. Also wir haben jetzt oben den Schließen und darunter den Löschen-Knopf, wobei ich jetzt gerade gesehen habe, ich darf das Ganze nicht bei der Y-Distance verschieben, sondern ich muss das Ganze hier verschieben und muss hier 145 zum Beispiel eingeben. Jetzt sollten die hoffentlich schön nebeneinander gleich erscheinen. Genau, passt. Wir haben jetzt den Schließen und den Löschen-Knopf. Den Löschen-Knopf kann man nicht ganz so gut lesen. Vielleicht sollten wir hier eine andere Farbe wählen, zum Beispiel Aqua oder so, das müsste irgendein Blauton sein, genau. Jetzt kann man es auf jeden Fall besser lesen. Und wir haben jetzt diese beiden Knöpfe und wir können die drücken und es passiert immer noch nichts. Das liegt daran, weil wir keine Logik hinterlegt haben. Aber das möchte ich dann im nächsten Teil von diesem Tutorial machen. Da werde ich zwei, drei Teile rausmachen, damit das immer schöne, bekömmliche Häppchen sind. Und ich werde diesen Teil jetzt abschließen und zu guter Letzt mache ich noch eine Sache. Und zwar sorge ich dafür, dass beim Löschen von dem EA vom Chart nun auch der zweite Knopf hier halt gelöscht wird. Also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben zwei Namen definiert für die Button. Wir haben das auf globaler Ebene gemacht, damit wir die in jeder Funktion nutzen können. Weil wir brauchen sie ja zumindest in diesen beiden Funktionen hier schon mal. In der OnInit und DInit. Dann haben wir eine Button-Create-Funktion selber geschrieben. Die erzeugt ein Objekt und passt dann verschiedene wichtige Eigenschaften von diesem Objekt an, sodass wir hier diese wunderschönen Knöpfe kriegen. Und diese Funktion haben wir dann zweimal aufgerufen, halt mit den jeweils logischen Eigenschaften für den Knopf. Okay, das war's für den ersten Teil. Im nächsten Teil zeige ich dann, wie man auf Knopfdruck reagieren kann. Also wie man wirklich das Event einfängt, dass dieser Knopf gedrückt wurde. Und danach schauen wir uns an, wie wir Positionen schließen und Orders löschen können. Also bis dann, ich bin raus. Ciao.